Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin wieder bei Autohaus Busse, dem Wohnmobilprofi für Schwerin und Umgebung. Ja, und heute haben wir uns hier ein Jubiläumsmodell ausgesucht. Das ist der Helios von Robeta. Ganz schick gemacht mit den braunen Leder. Hier abgesteppt mit den Logos. Sehr schön gemacht, aber nicht nur die Sitze sind abgesteppt, ihr seht es auch, der Deckel von dem Ablagefach und von der Armatur. Sehr interessant. Wir haben hier einen Smart Siver auf Android-Basis. Ich habe euch die schon mal in einem Video vorgestellt. Ich verlinke euch das mal jetzt oben rechts. Ja, ansonsten haben wir hier ein Fahrzeug auf Citroën-Basis. Und jetzt schauen wir mal nach hinten. Dazu werden wir ein bisschen Licht anmachen. So, jetzt haben wir hier vorne ein bisschen Licht. Sehr schöne Optik, finde ich. Wir haben da unten die Beleuchtung noch. Hier diese typische Beleuchtung. Für Robeta und hier oben ein verschließbares Ablagefach. Ja, hier kommt man ganz gut durch. Ihr seht es, es ist sowieso begrenzt. Also eine schöne große Öffnung. Wir haben hier Oberschränke und links daneben haben wir die Vorbereitung für den Fernseher. Und da seht ihr das, da habt ihr den Temperaturfühler in der Ecke, also wenn jetzt die Schiebetür aufgehen würde und es kommt kalte Luft rein, dann dauert das ein bisschen, bis sie da hinten hinkommt. Das heißt, die Heizung springt nicht bei jedem Türöffnen sofort an. Ja, ansonsten, ich setze mich mal hinein. Ja, ich sitze sehr bequem im Rücken. Ist es nicht zu gerade? Also ich sitze wirklich bequem. Wir haben hier die Stoffbespannung. Verdunklungsrollos. Und Fliegengitter. Hier unter dem Tisch seht ihr 230 Volt und USB-Steckdosen und gleich der Luftausströmer. Ja, der Tisch ist richtig schön groß. Ihr könnt sehen, den könnt ihr noch verschieben in allen Richtungen. Der ist unten auf einen Fuß. Wir haben unter der Sitzbank den Elektronikblock und die Sicherung verbaut. Ja, dann kommen wir mal zum Küchenblock. Wir haben hier vorne eine Arbeitsplattenverlängerung mit einer Einhandbedienung. So, kriegen wir es wieder zu. Und unten haben wir noch die Möglichkeit, ja, Hausschuhe oder flache Schuhe zu deponieren. Die Küchenseile bzw. das Kochfeld mit dem integrierten Abwaschbecken, das kennen wir schon. Das ist in schwarz gehalten. Ja, hier gibt es noch eine Abdeckung. Ansonsten zwei Flammen, mittelgroßes Abwaschbecken. Finde ich optisch sehr ansprechend. Wir haben hier rechts die typische Glasvitrine von Robeta. Oben hat die Kaffeemaschine Platz. Da gibt es hier nämlich so einen kleinen Auszug. Ja, und dann haben wir noch zwei Oberschränke. Gucken wir mal hinein. Also Frühstücksteller würden hier gerade so reinpassen. Und Tassen sowieso.
Hier drunter haben wir noch diverse Lichtschalter. 12 Volt und 230 Volt Steckdose. Ja, hier ist das Licht, der Lichtschalter für die Vitrine. Ja, und dann schauen wir uns mal die Auszüge an. Die sind riesig. Hier haben wir noch einen kleinen Auszug. Und da die Absperrhähne für Gas. Ja, in der heutigen Zeit will man das kaum noch benötigen, im Notfall vielleicht, dass man schnell absperrt. Ansonsten, in der Regel baut man eine Duo-Control oder eine Mono-Control ein, sodass man integrierten Crash-Sensor hat. So, und jetzt haben wir hier auch noch einen Auszug und einen Kühlschrank aus dem Gastrobereich. Da bleibt die Luft im Kühlschrank. Kühle Luft. Sehr schön, kann man von oben beladen. Ja, unter der Vitrine haben wir noch einen Kleiderschrank. Ja, da passen schon Kleider rein. Kürzere, muss ich gestehen, aber vielleicht auch ein Jackett. Und jetzt kommen wir zum Schlafzimmer. Wir haben hier große Oberschränke, zweigeteilt, unten gegen Herausfallen nochmal gesichert zusätzlich. Aber die Klappen lassen sich sehr einfach öffnen und schließen. Hier wird es ein bisschen eng, ich zeige das mal. Weil wir haben hier die Vitrine und das Bad. Hinten komme ich noch gut ran und auf der Seite genauso. Oben seht ihr ein Heki mit einem Maxwell-Lüfter. Ja, Polsterung. Lautsprecher haben wir da. Also für einen guten Sound ist hier gesorgt und es sieht ja auch sehr gemütlich aus. So, hier ist die Trennwand zur Seite geklappt. Ihr seht es da, so dass man auch hinten an die Heckgarage von innen kommt. Ja, machen wir doch weiter mit dem Bad. Ja, wir haben hier das, also Schwenkbad in dem Sinne nicht, aber das Schwenkwaschbecken. Ganz praktisch, jetzt kann man sich hier reinstellen, kann sich duschen, sehr ordentlich gemacht. Und hier gibt es keinen Duschvorhang. Wir haben hier eine Ablage, die kann man rausnehmen. So, und dann kann man die auch hier oben einhängen, wenn man möchte. Ja, wenn man beim Duschen seine Badutensilien dort hinlegen möchte, ist das ganz praktisch. Ansonsten kommt es hier unten wieder ran. Ja, und genügend Platz auf Toilette habt ihr hier auch. Hier haben wir noch einen Oberschrank. Mit genügend Platz. Und ein mittelgroßes Heki hier. Also schon sehr groß, so dass der Wasserdampf auch schön wieder abziehen kann. Ja, geschlossen wird das Ganze mit einer Lamellentür, die mit einem Magnet gehalten wird. So, jetzt muss ich von hier kommen. Einmal ziehen und dann zur Seite, dann löst sich das ganz einfach. Ja, sehr schön gemacht. Hier oben auch nochmal ein großes Heki. Ansonsten haben wir hier CP Plus Bedienteil der Truma Heizung und hier haben wir das neue Bedienteil. Da können wir die Starterbatterie sehen. Noch einmal drücken, Aufbaubatterie und Starterbatterie gleichzeitig. Dann hier Frischwassertank, Abwassertank, Innen- und Außentemperatur. Nee. Wir haben hier nur die Innentemperatur, wie scheint.
in den Neigungswinkel, ob das Fahrzeug gerade steht. Hier wird ausgeschaltet. Dann können wir hier die Pumpe noch ausschalten. So, und jetzt haben wir das ganze Fahrzeug im Überblick. Kann man alles sofort ablesen. Hier habt ihr noch die Abwassertankheizung. Und das ist bestimmt für den Wechselrichter. Bei diesem Sondermodell ist braun die Farbe, alles abgesetzt. Die Sitze und sogar die Felgen. Schaut mal, alles im gleichen Farbton. Wir haben vorne bei diesem Fahrzeug noch eine andere Schürze. Sehr sportlich gehalten. Ja, hier können wir mal kurz auf die Ausstattung gucken. Machen wir das Licht aus. Und dann kommen wir auch zum Preis. Das Fahrzeug steht hier für 95.699 Euro. Hier ist nochmal komplette Preisliste. Na, kann man das erkennen? Ja, auf dieser Seite kann man ganz deutlich erkennen. Hier ist noch zu sehen, mit dem, dass das eine Dieselheizung ist. Bei den neuen ist es auch nur noch der runde Kamin, wie bei der Gasheizung. Wir haben überall Rahmenfenster rundum. Hier kann man schon daran erkennen, dass das Fahrzeug rundum schön verkleidet ist, eine gute Dämmung hat, wie hinten auch. Ja, und hier hinten sehen wir den tollen Auszug. Da ist schon das Bordwerkzeug, die Außendusche und das Bordbuch integriert. Ja, wir haben außen auf dieser Seite, hier haben wir Frischwasserzufuhr. Und hier hinter könntet ihr die Gasflasche zumachen. Also die Glasflasche wird von hier oben. Und dann kommen wir hier ran. Also hier ist ein Deckel, den macht man auf, dann kommt noch so ein kleiner runder Deckel und da kann man die Gasflasche einstellen. Die wird ja hier nur noch genutzt, um zu kochen. Hier unten hat der Monteur seine Unterschrift hinterlassen und bestätigt die Qualität von Robeta für dieses Fahrzeug. Wir haben hier unten Airline-Schienen und wir haben hier hinten nochmal ordentlich Platz. So, jetzt muss ich aber das Licht anmachen. Schaut mal, haben wir noch ordentlich Platz. Ja, hier unterm Bett kommt ihr an die Revisionsöffnung vom Frischwassertank. Oben seht ihr die Rückfahrkamera, beziehungsweise die zwei, einmal nach hinten gerichtet zur Straße und einmal nach unten, um beim Einparken die richtige Sicht zu haben. Also wir haben hier oben noch das tolle Fliegenschutzgitter. Man muss die Matratze natürlich zurück. Schaut mal, das ist genial. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig bei Robeta. Es gibt natürlich andere Varianten, habe ich schon gesehen. Mit Rollos, aber mit diesem Plissé ist natürlich eine super Geschichte. Und jetzt schauen wir uns nochmal vorne die Verdunklung an. Super einfach, super easy. Und hier vorne noch die Verdunklung. Auch recht einfach. So, das Fahrzeug hat natürlich auch Solar auf dem Dach, wie ihr sehen könnt. Ein sehr interessantes Fahrzeug. Was sagt ihr zu diesem Sondermodell von Robeta? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal. Und wenn ihr noch mehr Filme sehen wollt, abonnieren. Bis bald.